Die Corona-Lage in Deutschland hat sich in den letzten Tagen ein wenig entspannt. Der Inzidenzwert ist etwas gefallen und die Impfstoffe arbeiten hart an weiteren und höheren Produktionsleistungen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Trading Joe. Wir wollen heute zwei Impfstoffaktien analysieren und fangen auch direkt schon mit einer russischen Impfstoffaktie namens AFK Systema an. Keine Ahnung, ob ich den Namen richtig ausspreche. Ihr seht den Chart im Hintergrund. Das ist, wie ich schon gesagt, ein russischer Impfstoff mit einer Wirksamkeit von 91,6%, was definitiv nicht schlecht für Impfstoffaktien ist. Zudem strebt die Regierung, also wollen die den Impfstoff auch in die EU bringen, sodass man hier letztendlich auch die Impfstoff nutzen kann. Ein negativer Punkt ist, dass es rund um diesen Impfstoff ziemlich viele offene Fragen gibt und dass die Quartalszahlen, gerade die letzten Quartalszahlen der Aktie, nicht so gut ausgefallen ist, was man hier sehen kann. Also nochmal ganz kurze Erläuterung: Die roten Striche sind Quartalszahlen, also da kamen die letztendlich immer raus und wir haben hier einen Abwärtstrend gehabt aufgrund der Quartalszahlen und vielleicht auch schon davor. So. Wir gucken ganz kurz auf den Chart und zeichnen wie immer ein paar Trendlinien ein. Also, wir haben einen leichten Aufwärtstrend gehabt, ungefähr, ja, das war nicht die beste Linie, da habe ich schon mal bessere gezeichnet. Wir haben einen leichten Aufwärtstrend gehabt. Ich nehme diesen einen Ausrutscher jetzt wie immer nicht dazu, weil das einfach nicht ins Detail reinpasst. Dann wurde der Trend immer stärker. Ich probiere das mal eben anzupassen, den Chart. So, der Trend wurde immer stärker und stärker und stärker. Und wir befinden uns tatsächlich jetzt gerade in einem ziemlich stark steigenden Trend, wobei die Aktie in den letzten Tagen etwas korrigiert hat. So, wir haben einen aktuellen Höchstwert, den ich mal eben kurz markieren werde mit Hilfe der weißen Linie. Und wir bewegen uns auf eine Dreiecksformation zu. Also insofern muss der Markt sich entscheiden, was er macht. Es gibt mehrere Optionen. Entweder gehen wir hier rüber oder wir gehen hier runter. Wie das passiert oder was dann passiert, kann niemand voraussagen. Je nachdem, aufgrund der vielen Fragen besteht ein gewisses Risiko. Und gerade deswegen, weil wir gerade einen ziemlich steigenden Trend hinter uns hatten, hier bei dieser Aktie, und wir uns auch ziemlich von dieser weißen Trendlinie entfernt haben, sollte man gerade beim Investieren warten, bis der Kurs wieder zur aktuellen Linie zurückkehrt und dann gucken, was denn hier irgendwie passiert. Wenn wir jetzt hier das neue Allzeithoch überschreiten, dann könnte man theoretisch investieren, weil dann nach oben keine Resistenz mehr da ist. Aber für die Anleger, die vorhaben, in die Aktie zu investieren, lieber abwarten. Wir sind gerade so oder so etwas im Korrekturmodus und die Aktie könnte sich wahrscheinlich Richtung weiße Linie entwickeln, wie ich hier vielleicht einzeichnen kann. So könnte sich die wahrscheinlich entwickeln und deswegen lieber Ruhe bewahren, noch ein paar Tage warten und dann gucken, wie sich die Lage entwickelt. Man kann sagen, die russische Aktie ist gerade beim Kurs von 7,70 €, was ziemlich billig für eine Impfstoffaktie ist. Und zudem muss man erwähnen, dass bei dieser Aktie ein erhöhtes Risiko besteht, weil halt viele offene Fragen da sind. Kommen wir zur nächsten Aktie und zwar zu AstraZeneca. Und die haben im Moment ziemlich positive News bekommen, was man allerdings noch nicht so richtig im Kurs ablesen kann. Vielleicht kommt das noch, das weiß im Moment noch niemand. Also, AstraZeneca hatte Probleme für den Impfstoff, weil diese Wirksamkeit gerade für Menschen über 65 Jahre nicht so nachgewiesen wurde. Und das war definitiv kein positiver Punkt, weshalb die Aktie auch leicht gefallen ist in den letzten Tagen. Zudem gab es jetzt die Empfehlung, jetzt auch für Menschen, die über 65 sind, was diesen Fall letztendlich wieder rückgängig machen könnte. Zudem gibt es viele Leute, die die Aktie kritisieren und die Studien also mit der Begründung, dass die Studie von AstraZeneca ziemlich chaotisch ist. Auch die britischen Behörden hätten erklären müssen, warum das Risiko der Aufnahme verimpfter DNA durch AstraZeneca-Impfstoff gering ist. Also, man hat hier letztendlich zu wenig von dieser DNA verimpft und deswegen gab es da so ein paar Probleme mit der Aktie, was man definitiv auch in den letzten Tagen gesehen hat. Die Aktie steht aktuell bei 83,85 € und heute sind die Quartalzahlen rausgekommen und man sieht natürlich erstmal ein fetter roter Balken, überdurchschnittlich, scheint wahrscheinlich auch nicht so gut angekommen zu sein.
Wir gucken uns ganz kurz einmal den Allgemeintrend der Aktie an und zeichnen diesmal also eine Trendlinie, indem wir die beiden Hochpunkte verbinden für einen Abwärtstrend, in dem wir uns hier klar befinden. So, wir haben hier wieder eine ähnliche Situation wie bei der russischen Aktie, bloß dass wir das genau umgekehrt haben. Also, einerseits kann man sagen, ja, heute ist ein ziemlich normaler Tag gewesen und wir haben hier eine Dreiecksformation, auf der wir uns so langsam zubewegen. Aber andererseits haben wir hier auch einen Boden und jetzt ist natürlich interessant, was die Aktie macht. Wir haben eine gewisse Absicherung gerade bei diesen Werten von ungefähr, das ist jetzt bei der Heimatbörse, keine Ahnung, wie viel Euro das sind. Aber man hat hier eine gewisse Abwärtssicherung. Trotzdem würde ich definitiv beim Investieren warten, bis man aus diesem Abwärtstrend raus ist, weil die Lage im Moment nicht so sicher ist bei AstraZeneca. Das heißt, sobald der Chart diese Linie überschreitet, kann man definitiv in Betracht ziehen, die Aktie zu kaufen. Wenn wir uns hier im Untergrund lieber befinden, würde ich erstmal die Finger von der Aktie lassen und lieber erstmal abwarten, wie sich der Markt entscheidet. Denn wir haben hier immer ein paar Optionen. Und zwar bewegen wir uns nach oben weg oder nach unten. Und das haben wir theoretisch zweimal. Desto früher wir das machen, desto besser. Desto länger es dauert, desto länger sollte man wahrscheinlich auch warten, um die Aktie zu kaufen. Was das Risiko angeht, würde ich AstraZeneca nicht so stark einstufen, weil die Aktie ziemlich stark schon gefallen ist. Also wir haben gerade in der Vergangenheit erlebt, dass die Aktie ziemlich gut gestiegen ist und das war jetzt wahrscheinlich die Korrektur davon. Und wir könnten sagen, dass es jetzt nicht so riskant ist wie bei der russischen Aktie, aber jedenfalls würde ich sagen, dass das Potenzial hier definitiv fehlt, was definitiv keine gute Nachricht ist. Wie gesagt, bei beiden Aktien würde ich erstmal abwarten, wie sich der Markt entwickelt. Ich kann nochmal zurück zur russischen Aktie gehen. Wir haben hier ebenfalls diese Dreiecksformation und auch einen direkten Abwärtstrend, in dem wir uns gleich befinden könnten. Und das soll es aber erstmal mit dem ersten Video der Videoreihe sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein, macht's gut. Cheerio.